Und wir fragen noch mal weiter nach bei meinem Kollegen Demian von Osten. Demian, gestern haben wir aus Moskau wenig, aber eher drohende Worte gehört. Der Kreml-Sprecher sprach von möglichen Vergeltungsmaßnahmen. Sie haben es gerade in Ihrem Beitrag schon mal beschrieben. Welche Reaktionen gibt es denn noch darüber hinaus aus Moskau jetzt? Auch heute gibt es wieder Drohungen. Auch heute hat sich Kreml-Sprecher Peskow wieder zu Wort gemeldet. Und die Diskussion darüber, Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu geben, also von westlicher Seite, das sei eine äußerst gefährliche Angelegenheit. Moskau spielt in diesen Tagen immer wieder mit der Erzählung einer weiteren möglichen Eskalation des Krieges. Von einigen führenden und sehr lautstarken Politikern hier fällt dann auch immer das Wort Dritter Weltkrieg, mit dem der Westen zündeln würde. Also erneut Drohungen, die man aus dem offiziellen Moskau hier hört. Insgesamt dürften die Ergebnisse aber auch für eine gewisse Form der Zufriedenheit sorgen in Moskau, dass es nämlich keine klare Perspektive für die Ukraine in die NATO gibt oder zumindest keine unmittelbare. Das wird man doch an einigen Stellen hier in Moskau mit ziemlicher Genugtuung sehen, denn es zeigt für Moskau, wenn man in der Lesart des Kreml bleibt, einen Weg auf diesen Konflikt, Krieg am Ende doch noch zu gewinnen. Er muss nämlich weitergehen als Krieg und am Ende muss man ihn möglichst gewinnen. Das ist aus russischer Sicht oder aus der Sicht der russischen Führung die einzige und beste Möglichkeit zu verhindern, dass die Ukraine am Ende doch noch in die NATO kommt. Das ist ja sozusagen auch der offizielle Tenor, das, was auch in den Staatsmedien verbreitet wird. Wie sieht das denn vielleicht hinter den Kulissen aus? Wie locker entspannt kann Putin denn mit den Beschlüssen sein? Denn es gab ja auch so ein bisschen hämische Worte über die NATO. Ja, man versucht sich jetzt auf diese Entscheidung mit der Ukraine zu konzentrieren und parallel im Staatsmedien wird viel auch über die aktuellen Kämpfe gesprochen, was natürlich wenig besprochen wird und wo alle unsere Gesprächspartner auch immer wieder ausweichen, ist, was das bedeutet für die Grenzen zwischen Russland und der NATO. Denn da hat sich ja doch, wie wir eben auch im Beitrag gesehen haben, erheblich etwas verändert, dass die lange finnisch-russische Grenze jetzt eine direkte NATO-Russland-Grenze ist. Das wäre alles nicht passiert, wenn Putin diese Spezialoperation, wie das hier immer noch offiziell genannt wird, nicht begonnen hätte. Und das muss man doch als russische Niederlage sehen, will aber natürlich hier niemand so eingestehen. Welche Optionen gibt es denn vielleicht aus Moskauer Sicht für eine Lösung des Konflikts? Gibt es auch nur ansatzweise Gesprächsbereitschaft über ein Ende des Krieges oder geht es einfach so weiter? Naja, Russland signalisiert immer Gesprächsbereitschaft, aber eben nur zu den russischen Bedingungen. Man fühlt sich hier nach wie vor wie ein großes Imperium, was die Bedingungen diktieren kann und nimmt die Ukraine nicht als eigenständigen Staat wahr und nicht als eigenständigen Staat ernst. Die Ukraine müsse am Ende nach dem Willen von Moskau agieren. Das ist die Vorstellung, die man hier hat. Und von diesen Maximalforderungen kommt man nicht runter. Und deswegen sind Verhandlungen im Moment eigentlich undenkbar, weil sie alle mit einer mindestens eingeschränkten, wenn nicht komplett aufgehobenen Souveränität der Ukraine einhergehen würden. Aus russischer Sicht, ich hatte es eben schon mal angedeutet, ist es eigentlich logisch, dass man jetzt sagen muss, wir können verhindern, dass die Ukraine in die NATO kommt, nur dann, wenn die Ukraine weiter in einen Krieg verwickelt ist. Deswegen muss der Krieg weitergehen und man hofft sicherlich im Kreml weiter darauf, dass irgendwann im Westen bei den vielen Wahlen, die anstehen und möglicherweise anderen Themen, die aufkommen, im Westen irgendwann in dem einen oder anderen Land die militärische Unterstützungsbereitschaft für die Ukraine nachlässt und man daraus dann Profit ziehen kann. Die Einschätzung unseres Korrespondenten Demian von Osten. Ganz herzlichen Dank nach Moskau.